Willkommen zum Let's Test Dyson Sphere Program. Jetzt geht es erstmal so richtig los. Das andere war ja, naja, so ein bisschen der Einstieg. Was machen wir hier überhaupt? Und jetzt haben wir halt schon die eine oder andere Geschichte freigeschaltet mit dieser ersten Forschung, die uns ja diese Magnetringe gekostet hat. Und als erstes werde ich mir hier dieses, was ist das hier eigentlich? Eisen, ne? Kannst du es mal kurz abbauen? Ja, das ist Eisenerz, das werde ich jetzt immer abbauen. Also der kann das hier auch selber, der Roboter, kann selber abbauen. Ist aber jetzt nicht effektiv, denn wir haben doch hier unsere Mining Machine freigeschaltet. Und you can use the R key to rotate the mining machine for covering more veins. Okay. The more veins covered, the faster the ores will be gathered. If you want to ignore grid snapping, try holding down the shift key. Ja, also mit der Taste R kann ich also diese Gerätschaften drehen, so wie ich sie brauche. Je mehr im Einflussbereich dieser Maschine sind, umso mehr wird abgebaut. Wir können es hier oben sehen bei diesem kleinen Zeichen hier, das sind jetzt 161k. Wenn ich weiter weggehe, sind es nur noch 93. Also das ist das Maximum, dann wird es rot. Also werden wir den hier postieren. Ja, würde ich mal sagen. Machen wir da mal. Okay, wir haben ein Zeichen, dass uns also auch der Strom hier fehlt. Ich würde mal sagen, kannst du das Ding hier mal kurz abbauen? So, haben wir ein bisschen Platz gewonnen. Jetzt fehlt uns Strom. Wir haben aber schon diese Windturbine freigeschaltet, die uns natürlich wieder Ressourcen kostet. Wenn ich jetzt einmal anklicke, haben wir die nicht. Die wird gebaut aus diesen Platten und Zahnrad und so weiter. Und wir haben, ich sehe hier oben in unserem Inventar, haben wir eine drin. Dann würde ich jetzt hier mal eine platzieren. So mal hier so drauf. So, und man sieht den Einflussbereich. Und man sieht immer von dem Icarus aus fliegen so kleine Drohnen. Not all power facilities has its power supply area. Use the Tesla Tower to extend the area of the power grid. Ja, genau, okay. Aber das scheint ja doch jetzt hier erstmal zu funktionieren. Ihr seht, hier wird also geschürft, bis der Platz des Mining-Roboters gefüllt ist. Der hat ja jetzt keine Lagerkapazität, sondern eben nur so einen gewissen Raum, einen Stauraum, um überhaupt arbeiten zu können. Das heißt, da kommen wir jetzt auch nicht, nicht unbedingt weiter. Da müssen wir jetzt mal schnellstmöglich in den Forschungsbaum gucken. Wie können wir denn das Ganze jetzt automatisieren? Upgrades blinkt jetzt hier gerade. Was sehe ich denn hier? Was willst du mir hier sagen? Einmal hier. Ja, da brauche ich diese Würfel. Die habe ich natürlich überhaupt noch nicht. Und hier brauche ich diese Platten. Die habe ich auch nicht. Da könnte ich jetzt ein bisschen mehr Energie diesen Mecha, also unseren Icarus zu. Naja, wollen wir jetzt noch nicht. Ist sicherlich in Zukunft nützlich. Ja, dadurch, dass wir das jetzt haben, erschließen wir uns den nächsten Teilbereich des Baumes. Was haben wir hier oben? Wir haben hier einmal Fließbänder, Sorter, also Tieranlage und eine Storage-Anlage. Das ist doch eigentlich genau das, was wir brauchen. Aber die Sachen haben wir ja hier nicht. Ich aktiviere das mal in der Hoffnung, dass unser kleiner Roboter das selber herstellen kann. Zahnräder. Wir gucken mal. Zahnräder, was brauchen wir dafür? Wir brauchen nur diese Platten. Und diesen Platten haben wir ja 10 Stück hier noch im Inventory. Dann können wir doch mal schauen, ob wir uns dann noch mal eben kurz 10 basteln können. Dann sind die natürlich auch wieder aufgebraucht. Also wir brauchen letztendlich als nächstes diese Eisenplatten. Dann diese Komponente hier. Die besteht aus Eisen und aus Kupfer und klicke ich mal an, diese Komponente. Also ein Kupfer, ich brauche davon auch 10 Stück. Und hier seht ihr auch, dass die Forschung weiter voranschreitet. Wir machen das jetzt hier jetzt erstmal in der Not heraus händisch. Und jetzt haben wir auch nicht mehr genug. Kriegt das gar nicht voll, oder? Hinten läuft's ab. Sieht noch gut aus.
Sehr schön. You have received the sorter and the conveyor belt, ja, which can achieve full automation now. Use the conveyor belt to transport the piled up ores from the mining machine, and the sorter can deliver the ores from the conveyor belt to the smelter for automatic smelting. Ja, genau. Okay, ja, das haben wir jetzt fest. Ah ja, wir haben hier unten auch eine zusätzliche Auswahlmöglichkeit. Einmal hier für die Transportbänder und für den Sorter, ja. Und ich brauche aber hier doch Storage, ne? Ich möchte doch das gerne nach so, das haben wir jetzt nur erforscht. Ja, das müssen wir jetzt natürlich auch bauen. Wir brauchen jetzt wieder diese Eisenplatten. Soll ich mal gerade schauen, ob nicht unser Icarus da mal sich bedienen kann. Ja, wenn ich hier draufklicke, kann ich mir von der Mining-Maschine das Roherz in mein Inventar legen. Und dann habe ich hier links das Inventar und hier den Replikator. Also wenn ich also das Ding hier bauen will, was brauche ich denn dafür? Stein. Titanium. 8 Stein. Ich versuch's mal. Dann baut er diese Platten schon selber mit den Steinen. Ach ja, weil wir hier vorne den Stein abgebaut haben. Sehr gut. Und dann haben wir jetzt Storage gebaut. Ja. Okay, diese Hilfslinien sind ganz nützlich. So, baue ich jetzt hier mal hin. You built a storage, which can be used to store cargo. Ja. You can manually store or use the sorter to automatically stock the cargo. When putting a conveyor belt, all you need to do is determine the starting point and the end point of it. Ja, okay. In addition, use the up arrow key to lift up one level and use the down arrow key to drop down one level after the conveyor belt is lifted. Press keypad 0 to reset the construction height of the conveyor belt to the ground. If you don't want the conveyor belt to be attached to the building, you can try holding down the shift key. Ja gut, ich habe also jetzt nochmal die Storage entfernt, weil ich sie etwas zu weit entfernt aufgestellt habe. Man bekommt die Ressourcen wieder. Das hatte ich schon mal getestet. Das ist in solchen Spielen ja immer necessary, sage ich mal, zu wissen, ob man die Sachen auch wieder kriegt. Dann baue ich das jetzt mal hier hin. Das ist jetzt ein Feld näher dran, um vielleicht nochmal hier irgendwas einfließen zu lassen. Keine Ahnung. Jetzt brauchen wir natürlich so ein Transportband, das von unserer Maschine das in den Storage-Behälter hineinbringt. Da geht das nicht. Achso, der nimmt das direkt hier raus. Und dann brauchen wir wahrscheinlich einen Sorter, also einen, der das Ganze hineinbaut. The sorter is a transportation connector of cargos between facilities. It will automatically transport them as long as the supply facility and the receiving facility are bridged. Er sagt mir, er hat jetzt keinen Strom, weil der Einflussbereich von der Windturbine. Ach, sieh an, guck mal. Der Einflussbereich der Windturbine ist nicht so weit, dass es das noch erreichen könnte. Aber wir haben ja doch hier diesen Tesla Tower. Der hat ja einen viel größeren Einflussbereich. Wenn ich den hier mal so daneben stelle. Oder da. Ohne dass ich mir hier möglicherweise was verbaue. Dann arbeitet jetzt beides. Building the first power transmission facility, Tesla Tower. It can carry out short distance wireless power transmission and expand the power supply area of the power grid. Click on it to view the current power grid information. Okay, dann lege ich mir das mal hier hin. Das ist also das, was jetzt gerade eingestort wird. Das kann ich mir hier schon mal rausnehmen. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal so die erste Grundressource, die wir brauchen. Und dann als zweite Grundressource brauchen wir Kupfer. Haben wir gesehen, diese ganzen Kupferplatten. Und immer mal wieder ein bisschen Stein. Der Baum kann auch noch weg. Was haben wir hier? Kupfer, Stein. Was das ist, weiß ich nicht. Aber Kupfer wäre jetzt hier.
dass wir erstmal an Kupfer kommen, weil sonst haben wir überhaupt kein Kupfer hier. Würde ich mal sagen, machst du hier mal ein bisschen frei. Nee, das nicht. Okay, dass wir so ein bisschen was haben und dann für die ersten Baumaßnahmen bauen wir händisch ab. Dann können wir die ersten Kupferplatten auch in dem Icarus erstmal erstellen. Und wir brauchen ja eine weitere Mining-Maschine. Okay. Ja, die muss für diese gesamten Komponenten. Ich gebe die mal in Auftrag in der Hoffnung, wir haben alles. Oder können zumindest alles erstmal generieren. Dann brauchen wir auch da nochmal einen von denen hier. Und einen von denen hier. Gehen wir schon mal in die Warteschlange. Jetzt schaue ich mir nochmal gerade an, wo wir hier überhaupt liegen. Also wir kommen von da. Das ist der R, war das. Näher ran. Also hier habe ich jetzt 141k. Da geht es nicht. Nehmen wir doch die 141. Nehmen wir die 141k. Hier fliegt wieder eine kleine Drohne los, baut das Ganze auf, fliegt wieder zurück zu ihm hier. Als nächstes müssen wir da, denke ich, auch, was haben wir gesagt, für Strom sorgen, ja. Brauche ich ihm hier auch daneben, ne, was soll's. Und den Tesla-Verteil-Tower. Hat seinen Reiz, hier mit diesem Grid zu arbeiten, was sich hier um den ganzen Planeten hier rumschlängert. Sonst hat man nur eine platte Fläche, da ist immer alles gleich, aber hier verändert sich das. Ihr seht die Krümmung hier, ja? Das ist genial, also das ist eine zusätzliche Herausforderung. Okay, habe ich jetzt eine Storage-Kiste schon gebaut? Nee, habe ich nicht gebaut. Würdest du mir eine bauen? Und würdest du mir auch nochmal ein Transportband bauen? Das kann er sogar schon. Wie kann ich das hier drin bauen? Buildings, Komponenten, Buildings, da. Bau mir da mal ein bisschen was. Zahnräder. Ach, wir müssen die Dinger automatisieren. Okay, dann setzen wir als erstes mal so eine Kiste hier auf. Wie habe ich es da gemacht? 1, 2, 3, 4. Dann bauen wir die doch hier auch ungefähr so hin. Bauen wir die hier auch so hin. Dann kommt das Transportband natürlich hier. Achso, ja, da kann ich es ja direkt anschließen. Da kann ich es nicht anschließen. Dann halt kurz davor. Und Sorter. Komm rein. Dann kann der hier schon mal das Kupfererz abbauen und auch lagern. Dann ist das immer hier im Fluss. Und ich kann mir hier was rausnehmen. Take Items. Ja, mit links kann ich's. Kann ich aber auch stacken, oder? Ja, kann ich auch stacken. So. Das ist schon mal eine gute Grundlage hier für unsere Ressourcengenerierung. Schauen wir mal rein in den Technologiebaum. Also wir haben jetzt hier die Möglichkeit Roherz. Das müssen wir auch mal schauen. Jetzt blinkt da schon wieder Upgrades. Ich bin ja noch gar nicht so weit. Wir müssen schauen, dass wir aus dem Roherz jetzt diese Platten generieren. Unlock Automal. Das ist ein Einschmelzer, der... Ja, ich kann also Sachen einschmelzen, just for, genau, okay.
Ein Schmelzer. Das kann ich noch nicht. Das ist ein Assembling Processes. Da kann ich also Dinge herstellen, pressen, aber da brauche ich wahrscheinlich schon wieder diese anderen Sachen. Was haben wir hier unten? Fuel. Nee, da brauche ich auch wieder diese Cubes. Da brauche ich auch. So weit sind wir noch nicht. Und da brauche ich sie auch. Und dann kriege ich Motoren. Dann ist der Weg vorgegeben. Wir holen uns den Schmelzer in der Hoffnung, der Schmelzer kann Erze einschmelzen. So, kannst du mir von diesen Platten brauche ich 10 Stück. Und von den Ringen, also von den Magnetringen, brauche ich auch 10 Stück. Da kommen immer 2 raus. Machen wir davon 5. Wenn ich hier wegklicke, macht er das weiter. Kurzer Test. Arbeitet er trotzdem weiter? Man sitzt hier hinten. Habe ich dich jetzt unterbrochen? Muss ich nochmal. Nee, es läuft weiter hier. Da muss man erstmal alles rausfinden, ob man da noch weiter Gedanken machen kann. Ne? Dann kann ich nämlich ihm hier schon mal sagen, er soll hier mal ein bisschen Platz machen. Ich habe gesagt, Platz machen. Und er verliert an Energie. Und die Sonne geht unter. Oh, wie schön. Mal ein bisschen Kreativität in solchen Aufbauspielen. Ist das schön, eine runde Kugel zu haben. Und wenn ich hier draufklicke, dann kann ich mich vom Weltraum aus sehen und sehe, wie ich den Planeten schon verunstalte. Ne? Ja, das haben wir jetzt aber, den Smelter haben wir schon mal. Und jetzt hat er mir geschrieben, dass ich jetzt hier soon nichts mehr tun kann. Was kann ich tun? Ich kann Sachen da reintun. Was ist das hier? Holz? Ah ja, okay. Ich verstehe. Also, anklicken geht nicht. Inventory. Hier ist er doch. Fuel. Ja, also hier ist also sein Treibstoffdepot und er hat doch vorhin Holz bekommen und Pflanzen. Was kann man ihm noch geben? Was ist das hier? Hydrogenfuel. Fuel. So, passt. Bist du? Er zieht hier wieder voll hoch. Ich kann jetzt einen Smelter, einen Einschmelzer bauen und ich werde hier vorne mal beginnen bei unserer Erzproduktion. So, was kannst du denn? You built a smelter, which can smelt basic materials, such as iron ingots and copper ingots automatically. While you want to make the raw materials and products get in and out of it autonomously, you need to use sorters and conveyor belts. Ja, das haben wir gedacht. Okay, der kann also genau mit dieser Sache umgehen, die wir hier brauchen. Aber er hat mal wieder keinen Strom. Und da sollten wir uns aber mal 2 von bauen. Jetzt haben wir das nicht mehr und das nicht mehr. So, please select a recipe. Achso, ich muss ihm jetzt sagen, was er da überhaupt machen soll. Wir sind doch hier in unserer Eisenproduktionslinie. Dann werden wir natürlich auch nur Eisen oder das hier. Das geht auch durch Roheisen, das geht auch durch Roheisen, das geht durch Kupfer. Das geht durch was weiß ich und das geht auch durch was weiß ich. Nun machen wir doch erstmal das hier, ne? Ah ja, wir sehen es durch das Symbol hier oben. Es ist jetzt eingestellt und in der Hoffnung, dass er jetzt. After selecting the recipe, you can use the less than key to copy the recipe and the greater than key to paste the next building that needs to set the same recipe. Okay.
So, wenn ich jetzt das Ding hier hinmache, dann verbindet ihr euch doch, ne? Ja. Ihr verbindet euch und ich kann ein Transportband erstellen. Na, na, da, geht wieder nicht. Von da nach da. Ja, super. Dann nochmal eben diese Auflage- und Abnahmeeinheit. Okay, läuft. Läuft, läuft und er kriegt sogar was. Dann kann ich mir von den Dingern sogar ein paar nehmen. Das gleiche in grün machen wir jetzt hier unten auch mit Kupfer. Dann nimm's mal weg. So. Ach, jetzt habe ich diese Spulen nicht. Da fehlt mir Kupfer. Muss ich mir wahrscheinlich erstmal so holen. Oh, du hast es schon gut produziert. Hoffentlich haben wir noch ein paar Magnetbänder. Das habe ich genauso gemacht und dann habe ich gesagt, von da einmal da rein und von da einmal da rein. Habe ich nicht genug von diesen Dingern. Da kannst du mir doch gleich ein paar produzieren. Die braucht man doch immer. So. Ja, jetzt haben wir doch schon mal die grundlegende Produktion dieser zwei Rohstoffe angeschmissen. Wir können Erze abbauen, Erze zwischenlagern, Erze, also hier in dem Fall in diesem Komplex das Eisen, zu Eisenplatten machen. Die Eisenplatten sind jetzt hier drin. Ich kann mir die auch hier rausnehmen. Schön. So, hier unten das gleiche mit Kupfer. Ich baue es ab, lagere es dazwischen. Da ist eine Menge drin. Und verarbeite es hier in dem... Nein, noch nicht. Gut, dass wir nochmal geguckt haben. Wir wollen Kupfer haben. Und auch hier geht die Produktion los. Sehr schön. Dann würde ich an dieser Stelle sagen, danke, dass ihr reingeguckt habt in diesem kleinen Let's Test von Dysons 4 Program. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.